Ich bin auf der P5.js Website. P5.js ist eine JavaScript-Software, die es erlaubt, Creative Coding zu machen und in Websites einzubinden. Es gibt eine Navigation hier auf der linken Seite. Da gibt es einige Punkte, die wichtig sind, und zwar der Editor, dazu komme ich gleich. Dann diese Get Started-Seite und die Referenz, wo du Dinge nachschlagen kannst. Dazu komme ich noch. Wenn du noch nie mit P5 etwas gemacht hast, würde ich vorschlagen, dass du auf diese Get Started-Seite gehst und dir dort einmal die Beispiele anschaust, das durchliest. Du kannst auch Dinge eintippen oder in den Editor kopieren, das zeige ich gleich, wo der ist. Und es wird hier erklärt, wie du etwas in eine Fläche setzt, einen Kreis, wie du das interaktiv machst und dann etwas zeichnen kannst. Das würde ich einmal machen. Dann gibt es einige Links, What Next? Und dort gibt es einen Link auf The Coding Train. Das ist ein YouTube-Kanal, den ich sehr empfehlen kann. Das ist ein Hochschuldozent aus New York, Dan Schiffman, der hat sehr viele Inhalte aufgezeichnet zum Thema P5, JavaScript, auch Processing. Und das ist die erste Adresse, die ich empfehlen würde, wenn du mehr über Creative Coding oder auch über JavaScript wissen möchtest. Also wenn du Zeit hast, dir das anzuschauen, mach das unbedingt. Es ist natürlich viel zu viel auf kurze Dauer. Aber wenn du hier einige dieser Videos schauen kannst, das ist gut investierte Zeit. Zurück auf dieser P5.js-Seite. Für uns interessant ist vor allem dieser Editor. Das sieht so aus. Dort kannst du direkt Code eingeben und siehst auf der rechten Seite eine Vorschau. Und hier unten gibt es eine Konsole, wo du selber etwas hineinschreiben lassen kannst oder wo du Fehler siehst, wenn etwas nicht funktioniert. Es ist auch möglich, P5 direkt auf deinem Computer zu editieren und laufen zu lassen, also eine kleine Website zu simulieren und dort dein JavaScript-Code hineinzuschreiben. Wenn du aber noch nie so etwas gemacht hast, würde ich empfehlen, diesen Editor zu brauchen, bis du ein bisschen weißt, wie das geht. Das hier ist die erwähnte Referenz. Dort stehen alle Funktionen drin, die es in P5 gibt. Und zwischendurch ist es nötig oder nützlich, hier etwas nachzuschlagen. Also immer, wenn etwas nicht geht oder du etwas suchst oder ausprobieren möchtest, ist das ein guter Ausgangspunkt. Es gibt hier oben rechts auch eine Suchfunktion. Wir werden das ziemlich sicher immer wieder brauchen. Dann gibt es hier die Coding Train Website, das ist genau das gleiche wie die erwähnten Videos auf YouTube. Hier sind sie einfach in einer Website eingebettet. The Coding Train, erste Adresse fürs Einsteigen in Creative Coding. Und dann möchte ich noch die Website JavaScript Info erwähnen. Das ist eine Art Online-Manual für JavaScript. Ich würde nicht empfehlen, eine Programmiersprache aus einem Buch zu erlernen, aber es ist eine sehr gute Quelle für den Fall, dass du einmal etwas genauer wissen möchtest und etwas nachschlagen möchtest. Wir werden zum Beispiel viel mit Variablen und mit Schleifen arbeiten, mit Loops. Und wenn du noch nicht weißt, was das ist, wäre es sicher nicht schlecht, wenn du hier Kapitel 2.4, vielleicht auch 2.5 und 2.13 dir einmal anschaust. Es ist nicht nötig, dass du alles verstehst, aber es ist sicher nicht schlecht, wenn du einmal so etwas gesehen hast. Und wie gesagt, es ist einfach eine gute Adresse, ein gutes Nachschlagewerk für alles, was JavaScript betrifft. Du wirst hier nichts über Creative Coding finden, nichts über P5, aber wenn es um Dinge geht aus der Programmiersprache, wie eben zum Beispiel Variablen,
dann ist das die richtige Adresse. Also so sieht eine Einzelseite aus. Hier geht es um Schleifen, Loops. Und ich werde auch noch etwas dazu sagen, aber das ist sicher auch gut investierte Zeit, wenn du hier einmal nachschauen gehst und ein bisschen liest.